So, dann herzlich willkommen zur neuen Sendung. Und da ist, ach, ich muss ja hier auf den Risikohinweis kurz eben hinweisen. Da im DAX jetzt eben gewohnt oder nicht gewohnt oder gewünscht die Konsolidierung eingetreten ist jetzt heute und im Tagesverlauf hier erneut an dem Wochenwiderstand gescheitert ist. Ist jetzt hier nicht viel passiert, dann kann ich auch nachher noch kurz auf die Kaufsignale, Tagesschlussbasis oder eben direkt eben eingehen. Eine komplette Wissenschaft daraus machen kann man sicherlich mal, auch das Backtesten. Ich habe es teilweise gemacht, aber wie man eben sehr oft in den Chartbildern sieht, gibt es eben auch die kurzen Fehlausbrüche, oder nicht. Und ich meine, da kann man wirklich am besten es mit zwei Positionen handhaben. Eben direkten Ausbruch handeln und eben auf Schlusskursbasis. Aber zunächst einmal ein Blick eben auf den S&P 500 Index und auf den Nasdaq. Also wenn man jetzt einfach nur hier diese riesengroße Aufwärtsbewegung sieht, ja, ist natürlich alles intakt. Aber ewig kann die eben in meinen Augen natürlich nicht weitergehen und wird auch nicht weitergehen. Nur wo ist eben der möglicher, wirklicher, ja, kurzfristige oder mittelfristige Trendwende eben zu erwarten. Ja. Für mich definitiv hier unterhalb von 2115 etwa, ja, kann jetzt hier diese Monsteraufwärtsbewegung zu Ende sein. Hier im S&P 500. Der DAX sieht natürlich besser aus. Dank den internen Mustern. Ja. Vielleicht ist es auch hier nur, wie gesagt, ein Rücksetzer und dann kann sich hier der S&P 500 Index eben auch weiter nach oben auffächern. Aber ein kleiner Rückfall dürfte jetzt ja hier im S&P möglich sein, weil auch die Ergebnisse, IBM hat es jetzt vorgemacht, ja, Netflix hat irgendwie schlechte Ergebnisse gebracht, gestern noch Intel. Die Firmen, US-Firmen verdienen definitiv nicht mehr als die letzten Quartale. Also muss man hier auch von der Seite auch das mal betrachten. Und ja, ich werde jetzt die Quartalszahlen auch ja nicht näher betrachten, aber mehr mal anschauen, weil sonst, ich bin ja eigentlich sonst der reine Chartie. Ja. Und in den Charts sieht man dann auch, wenn Verkaufssignale da sind, aber bislang sind halt keine Verkaufssignale da. Im Nasdaq gab es ja nur vorbörslich der Gap Close. Hier scheint der Index hier dran zu scheitern. Nachbörslich, eben durch die Intel-Zahlen, liegt man etwas im Minus, allerdings nicht so viel. Also da liegt der Kurs immer noch über der 4520er Marke. Da bastle ich vielleicht im Nasdaq. Ja, schaue ich mal wirklich im Nasdaq, wo wirklich ein größeres Verkaufssignal drohen könnte. Aber das erst im Laufe des Tages oder auch morgen. Dann noch kurz eben zu Silber und zu Gold. Ja, Silber legt ja hier eine mächtige Rallye hin und konnte heute in der Nachtschicht sozusagen neues Hoch ausbilden. Dann gab es eben ab 7:15 Uhr einen schnelleren Abverkauf. Wieder direkt an diese Wochenlinie hin. Und da prallte leicht ab. Hier könnte man mit einer 5er-Bewegung jetzt, die ich unten eigentlich erwartet habe, dass die zu Ende ist, kann man es vielleicht sehen. Eben wie gesagt, für mich sind eher Rückläufe dann eher kaufenswert als eben so einen direkten Ausbruch. Aber hier lag ich halt dann falsch. Hier war dann über den Hochs bzw. über dem Trendkanal wäre eine Stop-Buy-Marke natürlich sicherlich ja sowieso sinnvoll gewesen. Zu den Setups im DAX und im MDAX. Wie erwähnt, zum Beispiel jetzt hier bei der Telekom, ist natürlich das Signal in meinen Augen eben erst bestätigt, wenn ein Schlusskurs stattfindet. Aber
Hier sieht man auch, da ist der Kurs natürlich enorm weggelaufen. Wenn man sich direkt hier nach dem Trendbruch einstoppen hat lassen, hat man natürlich direkt jetzt hier den Einstieg gefunden und liegt im Plus. Wartet man eben auf eine Schlusskursbasis, wäre man jetzt hier erstmal im Minus. Also deshalb erste Position direkt. Wie gesagt, das ist meine Theorie, direkt rein. Und die zweite dann eben, wie nach so einer eventuell Monsterbewegung, sowieso einen Rücklauf abwarten. Oder wenn jetzt vielleicht ein anderer Wert wäre, aber alles optimal machen oder was alles in Stein gemeißelt ist, ist es gibt immer Varianten, die einerseits bei dem Wert besser sind oder in der Situation besser sind und in der anderen Situation wäre die andere Möglichkeit die bessere gewesen. Aber nichtsdestotrotz ist jetzt hier eben die Telekom ausgebrochen und es sieht definitiv gut aus, auch wenn jetzt hier ein Rücklauf nochmal an das Ausbruchsniveau stattfinden sollte, dass man hier weitere oder weiter steigende Kurse sehen werden. Aber immer natürlich, ich werde nicht richtig liegen hier, muss man blind einkaufen, definitiv auch nicht. Aber ja, Stoppkurs hatte ich jetzt hier gar keinen angegeben. Das wäre dann für mich eben unter dieser Trendlinie. Allerdings kann jetzt hier auch noch das Gap geschlossen werden. Also hier liegt der Stopp jetzt hier schon 1 Euro etwa unter dem aktuellen Kurs. Oder ein sinnvoller Stopp, der nicht jetzt willkürlich gesetzt wird. Bei BASF wurde ja direkt dann hier die Zone ausgemacht und im Hoch, ja nicht ganz, aber war dann hier mit einem Gap Close ja noch zu rechnen. Das war jetzt, kann man hier jetzt sozusagen abhaken. Also die paar Cent sollte man auch nicht dann auf die Goldwaage nehmen. Bei Linde eben im Prinzip das gleiche Spiel ja. Wenn man Ausbruch abgewartet auf Tagesbasis, liegt man jetzt hinten, direkt liegt man vorne. Bei der Bayer ist jetzt hier ein Widerstandslevel ja erreicht worden und das sieht man auch an der Kerze, dass hier größere Gewinnmitnahmen schon getätigt wurden oder Gewinnmitnahmen getätigt worden sind. Dann kommen wir zu der Frage wegen Dürr, ja, und K&S. Ja, K&S im Prinzip mit dem Gap. Wer die auf dem Radar hatte, sollte natürlich oder hätte hier direkt einsteigen sollen. Und hier sieht es aber wirklich jetzt nach einer schönen Bodenbildung erstmal aus. Und über dieses Hoch sollte der Kurs steigen. Dann könnte es schon wieder theoretisch gefährlich werden, aber ich halte jetzt hier mit dem Kursziel, das jetzt hier zwischen ja, 24, 25 im negativsten Fall kann es auch nur bis 22, 80 steigen und dann schon wieder eine Trendwende hinlegen, aber hier oben sieht es für mich besser aus oder nach einem sinnvolleren Anstieg. Bei Zalando wurde ja kein Kaufsignal noch generiert und hier sieht man ja, dass diese ja, hartnäckige Widerstandslinie ein paar Mal temporär eben durchstoßen worden ist, aber jedenfalls nicht auf Schlusskursbasis. Ja. Also hier wäre dann nur auf Schlusskursbasis ein Kauf ratsam gewesen, aber ich habe ja hier das Setup erst ab diesem Zeitpunkt hier diese Woche ja, am 18. ja erst veröffentlicht. Hypoport hat noch nichts gemacht, Salzgitter ist nicht in den Wunschbereich hier runter, das Graue startet weiter durch, dann kann sich hier das jetzt hier nochmal fortsetzen und hier oben wäre dann, wenn es hier eine kleine Umkehrkerze geben sollte, sogar auch ein Short möglich, denn erstmal, dass der Kurs der Salzgitter AG weiter steigt, ist unwahrscheinlich, aber natürlich auch nicht unmöglich, deshalb noch hier oben nach einem Umkehrsignal in der Stundenbasis oder auch 4-Stunden-Basis vielleicht umschauen. Hierdurch hat er die 70-Euro-Marke jetzt überwunden, auch schon gestern,
Gestern eben nicht ganz, ja. Und gestern zwar den Abwärtstrend dann, der hier ein, zwei Auflagepunkte da oben hatte. Und ja, hier im Prinzip das gleiche Spiel. Entweder man ist jetzt direkt schon investiert oder wartet eben, da vielleicht eine kleine größere Korrektur an den Aktienmärkten zu erwarten ist, hier nur mit einer halben Positionsgröße sowieso erstmal nur reingehen. Aber das Chartbild sieht definitiv bullisch dann aus. Also mehr kann ich auch nicht dazu sagen, wie man das wirklich handhabt. Meine Erfahrung zeigt es durch die Analysen auch und durch selber durch Trading, dass man, wenn man die Position splitten kann, man so auf alle Fälle sehr gut fährt. Ob man am besten fährt, sei mal dahingestellt. Aber jeder soll natürlich nach seinem Stil handeln. Danke fürs Zuhören und bis später. Thank you.